Heute gibt es ein Update zu meiner Tattoo-Entfernung. Ja Leute, wir alle haben Jugendsünden, ich auch. Und bei mir sind Xing Shang Chong, die drei Chinesen, nicht im Karton, sondern auf meiner Wade. Für diejenigen, die es nicht wissen, ich lasse mir seit ungefähr anderthalb Jahren mein Tattoo auf der Wade entfernen. Meine Jugendsünde soll endlich weg. Einige von euch haben mich auf Instagram gefragt, hey Daniel, kannst du mal ein Update geben zu deiner Tattoo-Entfernung? Wie weit bist du eigentlich? Heute kommt das Update dazu und eins kann ich schon mal sagen, es gab auch so einen kleinen Zwischenfall, ja, von dem möchte ich euch an dieser Stelle auch sehr gerne berichten. Und wer schwache Nerven hat an dieser Stelle, ja, bitte nicht weiterschauen. Also wer keine Blasen spritzen oder Blut sehen kann, ja, in Anführungsstrichen, am besten jetzt ausschalten. Für diejenigen, die meine Videos zum Thema Tattoo-Entfernung noch nicht gesehen haben, die möchte ich jetzt hier an dieser Stelle noch mal kurz abholen. Ich persönlich habe mir mit 16 Jahren diese drei kleinen, schönen chinesischen Zeichen stechen lassen. Und ja, Leute, ich war jetzt 16 Jahre alt, mein Papa hat mir das erlaubt, ja. Meine Eltern waren so cool und haben gesagt, Daniel, du musst selbst auf die Schnauze fallen, deine eigenen Fehler machen. Und gut, das habe ich gemacht. Im Laufe der Zeit ändert sich natürlich der Geschmack, ja. Und ich habe mir dann gesagt so, hey, Daniel, das Tattoo, das muss jetzt einfach mal weg. Und dafür bin ich eine Kooperation eingegangen mit Ästhetik. Ästhetik bietet verschiedene Schönheitsbehandlungen an, von Fettabsorbung bis Tattoo-Entfernung ist ganz, ganz viel mit dabei. Nur weil es aber eine Kooperation ist, werde ich ihn nicht beschönigen, ja? Also ich werde euch ganz klipp und klar meine persönliche Meinung zur Tattoo-Entfernung sagen. Die erste Behandlung hatte ich dann am 3.3.2019 und vor der Behandlung sah das Tattoo wie folgt aus. Man sieht da, dass das Tattoo tatsächlich noch eine richtig gute Farbe hat. Ich habe das Tattoo nie nachstechen lassen, also das ist tatsächlich die Farbe vom ersten Stechen lassen. Und vor der Behandlung, also bevor das gelasert wird, muss man sich mal die Beine rasieren. Und vor der dritten Behandlung, also nach der zweiten Behandlung, habe ich mir hier die Beine rasiert. Und da sieht man, dass das Tattoo schon ein bisschen verblasst ist. Und wenn man dann noch den direkten Vergleich hat, also vor der Behandlung an sich und nach der zweiten Behandlung, da sieht man, dass da schon ein bisschen was aus dem Tattoo entfernt wurde. Ja, also einige Farbpartikel sind schon ein bisschen verschwommen. Es ist ein bisschen blasser als vorher. Ich meine, das ist jetzt noch kein weltbewegendes Ergebnis, aber tatsächlich im Tattoo ist die Farbe schon ein bisschen verblasst. Die Konturen kann man halt nicht so gut wegkriegen. Die sieht man auch noch relativ stark. Aber die Farbe ist tatsächlich schon ein bisschen weggegangen. Die dritte Sitzung habe ich dann auch in Stuttgart gemacht. Und das lief alles reibungslos. Also es war echt alles super relaxed. Auch nach der Behandlung hatte ich überhaupt gar keine Probleme. Klar, während der Behandlung, das tut natürlich logischerweise weh. Aber danach habe ich wirklich zero Probleme gehabt. Also, ich habe dann drei Behandlungen in Stuttgart gemacht und dann gab es für mich eine Veränderung. Also ich persönlich bin dann von Stuttgart nach Berlin gezogen, was aber für die Behandlung gar kein Problem war, denn Ästhetik hat verschiedene Standorte, unter anderem auch in Berlin. Von daher war das relativ praktisch für mich. Also die hatten alle meine Daten und ich konnte dann nahtlos einfach in Berlin weitermachen und habe dann meine vierte Behandlung in Berlin gemacht. Dazu kann ich noch sagen, dass ich aktuell insgesamt fünf Behandlungen gemacht habe. Ich hätte wahrscheinlich noch eine Behandlung mehr machen können in diesem Zeitraum, aber aufgrund des Umzuges war das einfach für mich nicht möglich. Also Leute, ich hatte dann meine vierte Behandlung in Berlin und das lief alles reibungslos ab. Also die Ladies auch in Berlin waren super lieb, hatten meine Daten natürlich schon im System drin und da ging es dann einfach mit der vierten Behandlung weiter. Und ja, also das Lasern tut halt ein bisschen weh, ja, was heißt ein bisschen, sogar ein bisschen doller. Aber da lief auch alles tippitoppi ab. Man hat dann das Tattoo gelasert und anschließend natürlich mit der Rund- und Heilsalbe das Tattoo eingerieben. Dann habe ich einen Verband um meine Wade bekommen und fertig. Im Laufe des Tages zieht es natürlich ein bisschen an der Haut, ja, auch wenn man läuft, logisch. Das merkt man natürlich, dass da morgens irgendwie was gemacht worden ist an der Wade. Und ich bin dann abends nach Hause gekommen, nichts ahnend, und habe gedacht so, ja, alles ist in Ordnung. Und dann mache ich den Verband ab und sehe Folgendes. Und Leute, ihr hättet da mal mein Gesicht sehen müssen. Ich war vollkommen erschrocken und habe gedacht, so alter Schwede, was ist das denn? So voll die riesigen Blasen und es sah echt nicht geil aus. Und da habe ich mich echt erschrocken, ja, weil als ich in Stuttgart gewesen bin, war das überhaupt nicht der Fall. Also ich hatte keine Blasen in keinster Form, das war auch nicht so gerötet, wie man das jetzt hier an dieser Stelle sehen kann. Also wow, ich war wirklich übel geplättet. Ich habe gedacht so, shit, was ist da passiert? Ist da irgendwas schief gelaufen? Und ja, ich war dann abends zu Hause, ich konnte dann an dieser Stelle nichts machen. Mit Schlafen war dann jetzt nicht ganz so geil, aber am nächsten Morgen habe ich dann mit Dr. Fatimi gesprochen, den zu behandelnden Arzt bei Ästhetik, und der hat mir dann gesagt, ja Daniel, es kann sein, dass deine Haut allergisch reagiert. Also das kann unter Umständen passieren, dass es nach der Behandlung so aussieht. Und ja, ich war dann erstmal beruhigt, ja, habe gedacht, so, okay,
alles klar, dann was machen wir jetzt, ja? Und dann hat er gesagt, okay, geh mal zurück in die Praxis und da werden die Ladies sich dann behandeln. Und dann bin ich halt in die Praxis wieder in Berlin und dann wurde diese Blasen, die an meinem Bein waren, also es hat sich so angefühlt wie so gefüllte Gummibärchen, sah das auch so aus, die wurden dann ganz fein entsaftet. So kann man das, glaube ich, sagen. Weil dann wurde halt eine kleine Spritze in die Blasen reingemacht, damit halt die Blase so ein bisschen ablaufen kann. Das hat nicht wehgetan, so war eigentlich alles entspannt. Das Einzige, was ich halt hatte, war halt so ein bisschen ein Schreckmoment, weil halt in Stuttgart das nicht so war. Ja? Es kann natürlich unter Umständen passieren, sowas, was mir halt auch passiert ist. Auch aus dem Grund, weil der Laser von Sitzung zu Sitzung einfach ein bisschen hochgeschraubt wird, also die Intensität des Lasers. Und die Intensität wurde in Berlin halt ein bisschen hochgeschraubt und ja, irgendwie konnte meine Haut das anscheinend nicht vertragen. Ich muss dazu auch sagen, dass ich sehr empfindliche Haut habe. Ja, das ist halt immer so. Aber gut, es ist alles wieder vernünftig verheilt, ja, also alles danach entspannt gewesen. Es hat dann so ungefähr 2 Wochen gedauert, bis es dann wirklich komplett verheilt war. Aber Leute, ich kann euch an dieser Stelle schon mal sagen, auf den Bildern, ja, sieht es natürlich eklig aus, ja, war es auch. Aber wenn es einen dann wirklich selber betrifft, ja, dann ist das schon eine komische Situation. Und jetzt hatte ich vor ungefähr 2 Wochen meine 5. Behandlung hier in Berlin und ich war jetzt ja schon darauf eingestellt, ja, dass möglicherweise meine Haut wieder so ein bisschen komisch reagiert, aber sie hat diesmal nicht ganz so doll reagiert, zwar auch ein bisschen, aber nicht ganz so mega krass wie nach der 4. Behandlung. Ja, so sieht das jetzt aktuell aus nach der 5. Behandlung. Ich habe jetzt in 1,5 Jahren 5 Behandlungen gemacht. Wie gesagt, ich hätte auch bestimmt 6 Behandlungen in dem Zeitraum machen können und wie man jetzt hier an dieser Stelle sehen kann, der Schorf, also Kruste, geht jetzt so langsam ab vom Tattoo, also ist noch nicht komplett ab nach der Behandlung, aber größtenteils ist es schon weg und man sieht auch hier an dieser Stelle schon, dass das Tattoo wirklich richtig gut ausgeblasst ist nach der 5. Behandlung. So, jetzt machen wir nochmal den Vergleich, schauen wir mal, ob sich da wirklich was getan hat. Einmal das Bild vor der 1. Behandlung, dann das Bild nach der 2. Behandlung und jetzt in der Halbzeit das Bild nach der 5. Behandlung. Also ich finde, da kann man schon einen Unterschied sehen. Klar, die Konturen, die gehen natürlich noch nicht so gut weg, weil die natürlich auch ein bisschen tiefer in der Haut drin sitzen. Aber man kann schon auf jeden Fall einen richtig guten Fortschritt erkennen. Ich kann an dieser Stelle auf jeden Fall schon mal sagen, macht euch wirklich vorab Gedanken darüber, ob ihr das Tattoo haben wollt oder nicht. Denn die Tattoo-Entfernung ist wirklich alles andere als angenehm. Ja, es tut echt weh. Also auf jeden Fall auch wesentlich doller als das Tattoo-Stechen. Von daher macht euch vorher, bevor ihr euch ein Tattoo stecht, auf jeden Fall die Gedanken, ob ihr das tatsächlich auch in 20 Jahren noch haben wollt. Falls du an dieser Stelle auch in meinem Team bist und die Jugendsünde weglasern lassen möchtest, dann check auf jeden Fall die Jungs bzw. die Ladies von Ästhetik ab. Die haben, wie gesagt, mehrere Standorte in ganz Deutschland. Wenn ihr an dieser Stelle noch Fragen habt zur Tattoo-Entfernung, könnt ihr die Fragen natürlich sehr gerne in die Infobox reinpacken. Ich kann dazu dann gerne nochmal ein Video machen, wenn da viele Fragen aufkommen. Ansonsten werde ich euch dann das nächste Mal updaten. Hoffentlich, ja, ohne Tattoo.